So, ich grüße euch zu einer kleinen Prüfung. Und ja, wenn ihr jetzt mitbekommt, was ich alles sage, also wenn ihr quasi mich mitverfolgen könnt zu dem, was ich jetzt da alles mache, dann ja, seid ihr bereit für dann die nächsten Lektionen. Und falls es nicht so sein sollte, dann solltet ihr euch vielleicht die anderen Tutorials nochmal anschauen. Oder ihr stellt mir eure Fragen, falls ihr welche habt. So. Gut, okay. Wir haben jetzt die Dior Phase. Wir haben gezogen. Stammer Phase ist gerade vorbei. Jetzt haben wir Main Phase 1. Und in der Main Phase 1 können wir jetzt Karten spielen. Wir haben hier jede Menge Monster. Wir sollten hier ein möglichst starkes in die Angriffsposition setzen. Am besten eins mit einer hohen ATK. Deswegen nehme ich jetzt mal den keltischen Wächter. Er hat 1400 Angriffspunkte. Das ist ziemlich hoch und die Verteidigungspunkte sind auch nicht schlecht. Ja, das ist unser stärkstes Monster von den Werten her. Das heißt, die spielen jetzt zunächst mal in die Angriffsposition. Ach, sogar mit einer Animation sogar. Nicht schlecht. Gut, wir können leider in unserem ersten Zug keine Battle Phase durchführen. Das heißt, ich muss jetzt auf Endphase gehen. Ach ja, und normalerweise startet man mit 8000 Lebenspunkten. Aber da das sonst zu lange dauern würde, ist es hier jetzt in dem Fall auf 2000 reduziert. Komori-Drache, er hat eine ATK von 1500. Das ist mehr als wir haben. Jetzt wird er wahrscheinlich unseren Wächter zerstören. Ja, jetzt kriegen wir 100 Punkte Kampfschaden, weil wir 100 Punkte weniger Angriffspunkte haben als sein Monster. Und unser Monster landet auf dem Friedhof. Okay, ich muss jetzt da irgendwas dagegen tun. Ein Monster in die Angriffsposition zu setzen wäre jetzt dann nicht klug, denn dann würden wir weiteren Kampfschaden bekommen. Das heißt, ich lege jetzt mal ein Monster in die Verteidigungsposition, damit wir keinen Kampfschaden bekommen. Affenakrobat hat eine hohe Verteidigungspunkteanzahl, nämlich 1800. Das ist mehr als Simons Angriffspunkte hat. Das heißt, es müsste ihm dann Kampfschaden zufügen, und zwar 300, wenn er es jetzt angreifen sollte. Gut, sie ist dran. Jetzt spielt sie wahrscheinlich ein weiteres Monster. Ein weiteres Monster mit einer hohen ATK, Kampfochse. 1700. Reicht allerdings nicht, um unseren Affenakrobat zu zerstören. Er kriegt jetzt 100 Punkte Schaden und unser Monster wird nicht zerstört. Und auch das vom Gegner wird auch nicht zerstört. Aber sie kriegt 100 Punkte Schaden. Somit ist alles wieder gleich. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Warum hat die ihr angriffsstarkes Monster in die Verteidigungsposition gesetzt jetzt? Ich meine, die Angriffskraft von ihrem Monster ist stärker als die Verteidigungskraft. Das war jetzt nicht so klug. Jetzt haben wir den hier gezogen. Axträuber. Er hat dieselbe Angriffskraft wie der Kampfochse. Der Kampfochse ist momentan eine große Bedrohung gegen uns. Denn 1700 Angriffspunkte sind schon heftig. Ich werde ihn wahrscheinlich austauschen. Und ich greife ihn jetzt einfach mal an. Da beide Monster dieselbe ATK-Anzahl haben, werden sie sich beide selber zerstören. Mein Monster ist zwar dadurch auch zerstört worden, aber immerhin ist sein Kampfochse dann weg. Gut. Endphase. Jetzt bin ich gespannt, was sie jetzt probiert. Eine verdeckte. Okay. Ich kann nicht sehen, was für eine Verteidigungskraft das Monster hat. Ich werde es wohl blind angreifen müssen. Ich suche jetzt ein Monster mit einer hohen ATK aus. Was ist denn das? Oh. Telefon! Zur Unterbrechung gerade eben. Telefon hat geschellt. Ah, ihr habt es erklärt. Okay, ich frage mich, warum diese Sparikarte in dem Deck ist. 0 Angriffspunkte, 0 Verteidigungspunkte, 3 Sterne. Okay.
Gut, wir müssen jetzt ihr Verdecktes klein machen irgendwie. Wie mache ich das am besten? Ich hole mir jetzt einen Moss mit einer hohen ATK raus. 800, ich nehme jetzt mal den Pilzmann und greife einfach mal das Monster an. Ist ein bisschen mit Risiko verbunden, da hier einen, ja, ein relativ starkes Monster draußen hat. Er würde uns damit 700 Punkte dann Schaden zufügen. Ich probiere es jetzt einfach mal, vielleicht haben wir ja Glück. Okay, Oskilohels. Es wird zerstört, wir haben mehr ATK. Jetzt bin ich gespannt, ob es ein Monster in die Angriffsposition setzen wird, um unseren Pilzmann zu zerstören. Jetzt bin ich gespannt. Oh oh, hier spielt ein weiteres starkes Monster, 1600 Angriffspunkte. Zweiköpfiger Königrex, er wird jetzt wahrscheinlich, sie wird jetzt wahrscheinlich, ja, genau, sie wird jetzt unser Monster zerstören. Oh Gott, das gibt uns sehr viel Schaden. 800 ist schon heftig. Wenn man bedenkt, dass wir nur mit 2000 Lebenspunkten gestartet haben. Aber wir haben ja zum Glück noch unseren Affenakrobat, der wird uns da helfen. Damit wir nicht direkt angegriffen werden. So, ich muss mich weiter verteidigen. Ich setze weitere Monster zur Verteidigung. Genau, das sieht ganz gut aus. Sie würde wahrscheinlich weitere starke Monster spielen. Ich verteidige mich jetzt einfach so lange, bis ich ein gutes Monster ziehe. Na, das Warten, das ist ein bisschen nervig. Okay, sie setzt ein weiteres Monster in die Verteidigungsposition. Oh, und sie setzt ihren Drachen in die Angriffsposition, okay. Tja, du hast meinen Totenkopfdiener zerstört. Dafür wirst du bezahlen. Auch ein Monster mit einer hohen ATK, komm schon! Hat es eine hohe ATK? 1800, perfekt! Sehr gut! Gut, ich setze es in die Angriffsposition und mache jetzt den König Rex kalt, Battleface und Angriff. Okay. Gut, eine Gefahr weniger. Endphase. Jetzt haben wir zwei starke Monster auf dem Feld. Das eine ist sehr verteidigungsstark und das andere ist sehr offensiv. Beide haben jeweils eine Punkteanzahl von 1800. Das ist schon ordentlich. Allerdings haben wir weniger Life Points als sie. Wir müssen daher vorsichtig jetzt spielen. Können uns keine Fehler erlauben. Jetzt haben wir Axträuber schon wieder gezogen. Alles klar, 1700 ist ordentlich. Gut, zunächst mache ich den Drachen Platz und zwar mit dem Axträuber. So, jetzt muss ich mir eins ihrer Monster aussuchen, was ich zerstören kann. Ich nehme jetzt mal das linke. Grüne Ojama, eine Verteidigungskraft von nur 1000, okay. Und mach's gut, du landest auf dem Friedhof. Ja, jetzt können wir wieder warten und Tee trinken. Und, was macht ihr noch so? Heute so, hm? Ich mache noch, glaube ich, den nächsten Part dann auch gleich nach der Aufnahme. Lala. Und ein weiteres Monster in der Verteidigungsposition. Mehr kann sie auch nicht machen.
Mit Zauber- und Feinkarten werden hier noch nicht hantiert, die kommen erst später. Aber später wird es, ja, also momentan haben wir jetzt nur dieses Grundstoff, wie so ein Spiel normalerweise abläuft. Später kommen allerdings noch Fallen und Zauberkarten hinzu und da gehen die Züge, ja, etwas spannender voran. Hier ist jetzt momentan nur zur Übung, da das hier nur Monster jetzt momentan gespielt werden. Gut, wir haben einen weiteren Affenakrobat gespielt, also gezogen. Oh, verdammt, ich habe ihn jetzt nicht vergessen zu setzen. Naja, aber wir haben ja immer noch diese Main Phase 2. Ich kann meinen Affenakrobaten ja auch nach der Battle Phase in der zweiten Main Phase noch spielen. Das ist kein großes Desaster. Okay, jetzt haben wir ihre zwei Monster zerstört. Und da ich jetzt noch ein Monster spielen möchte, leite ich Main Phase 2 ein und spiele den Affenakrobaten jetzt in die Verdeckte. So, jetzt ist sie wieder dran. Also hier seht ihr jetzt, es kann nützlich sein, eine zweite Main Phase durchzuführen. Für den Fall, falls man vergessen hat, ein Monster zu spielen, dann hat man immer noch die Chance, sein Monster in der zweiten Main Phase zu spielen. Allerdings kann es dann nicht mehr angreifen. Daher ist es vom Vorteil, wenn man ein Monster in die Verteidigungsposition setzen möchte. Gut, sie hat ein weiteres Monster verdeckt gesetzt. Wenn wir es schaffen, jetzt ihr Monster zu zerstören, können wir ihre Lebenspunkte direkt angreifen und gewinnen vielleicht sogar. Denn dann wären ihre Lebenspunkte auf 0. Ich nehme jetzt die Hexe. Oh, ein Exodia-Teil. Linker Arm der Verbotenen. Okay, und wenn wir es jetzt schaffen, sie erfolgreich direkt anzugreifen, sind ihre Lebenspunkte genau auf 0 reduziert worden. Genau, wir haben es geschafft. Sie verliert 1700 Lebenspunkte und wir gewinnen das Duell. Gut, und wenn ihr mitbekommen habt, was ich alles gesagt habe und ihr das Ganze nachvollziehen konntet, dann seid ihr bereit für das nächste Kapitel, für Tributbeschwörungen, auch High-Level-Monster genannt. Das allerdings erst im nächsten Part. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Jan Kelpe. Ciao.